Sind wir wieder bei die Order 1886. Mir ist leider vollkommen entgangen, dass der den Videoclip schon fertig hatte. Und deswegen steigen wir jetzt einfach in Kapitel 11 ein. Kapitel 10 ist wirklich nur Gefasel darüber, über das, was wir rausgefunden haben. Und ja, der Ritterkommandant hat sich zur Verfügung gestellt, um uns zu helfen. Man möge es mir Grüß dich, verzeihen. Francis. Grüß dich, Francis. Ist alles bereit? Wie besprochen. Die Waffen liegen auf dem Tisch. Aufs Dach geht's durch das Schlafzimmer. Gute Arbeit, Francis. Zu Ihren Diensten, Sir. Francis hat in den Commonwealth-Truppen gedient. Das heißt was? Lance Sergeant, 12. Regiment auf. Kann ich nicht lesen. Frott? Was haben wir denn hier Feines? Armbrust. Armbrust. Weckt Erinnerungen. Und zwar ziemlich alte. Ich dachte, wir gehen besser unauffällig vor. Los gehen wir. Die ganze Nacht sind Patrouillen unterwegs. Alle Eingänge sind bewacht. Wo gehen wir rein? Im Garten. Genug Deckung, um unbemerkt reinzukommen. Mir nach. Gehen wir rauf aufs Dach. Schauen wir mal. Luken. Na, dann folgen wir dem Luken mal. Komm, Bruder, hier lang. Wo gehst du hin, Bruder? Was gibt's denn hier? Da aus drum gelaufen. Na los, spring, du kannst es. Mir geht's gut. Ja, das passiert. Das gute Leben und so, ne? Das Geheimdienst ist hilfreich. Wohl ein vertrauenswürdiger Mann. Nicht wirklich. Er muss seine Schuld begleichen. Wenn er sein Wort nicht halten kann, wäre das höchst unangenehm für ihn. Wir müssen im Garten einen sicheren Haltepunkt für das Seil finden. Ziemlich dramatischer Einstieg, oder? Das kann. Der Pavillon passt zu den Parametern. Gut. Bringen wir das Seil an. Gut. Geschafft. Hängt. Alistair, du musst hier bleiben und mir den Weg zeigen. Wenn ich drin bin, kommst du auf mein Zeichen rein. Also gut. Aber Vorsicht. Meine Schwester wäre untröstlich, wenn ich allein zurückkehre. Was sie nicht weiß, kann ihr nicht wehtun. So, auf geht's. Göttlich, göttlich.
Komm da ein Stück näher. Dass das keiner gehört hat. Es ist nicht ratsam, ohne Beweise Wachen der Kompanie zu töten. Wir haben keine Zeit, Alistair. Du musst mir vertrauen. Wir haben keine Wahl. Verdammt, geh schon runter in den Garten. Das Tor wird verschlossen sein. Du musst den Schlüssel finden. Mach mal. Yeah, Kitty Kitty Kätzchen. Scheiße. So weiter. Komm schon. Ich bin hinter dir. Ninja. Okay, schalten wir erstmal den da aus. Gott, ey, der trampelt hier rum und die hören das nicht. Hab ich dich. Nix mit Schlüssel. Ups. Das war so nicht geplant. Soll ich das jetzt nochmal machen? Ach komm. Ich hoffe, das langt, wenn ich hier versteckt bleibe. Hey! Hey! Wie zum Geier. Okay, so klappt das auch nicht. Muss mich wohl beeilen am Anfang ein bisschen. Weil die beiden hier vorne hatten keinen Schlüssel. Ich weiß auch nicht, ob der erst droppt, wenn der, wenn alle Wachen ausgeschaltet sind. Das kann natürlich auch sein, aber dann erledigen wir sie einfach im Nachhinein. So. Arschloch. Schlüssel. Mach mal. Versteckt.
Und der nächste. Haben wir schon einen? Ich weiß es nicht. Sieht nicht so aus. Mach doch nicht so einen Scheiß, Grayson. Jetzt kannst du dich verstecken. Weiß doch nicht, wo die langlaufen. Komm ran. Der hatte jetzt auch keinen. Da läuft einer. Erwischt. Ich habe den Schlüssel. Hammer. Okay. Schauen wir mal. Ich habe immer noch kein Gefühl für den PS4-Controller. Da müsste ich ja alles niedergestochen haben eigentlich. Genau, erstmal 10 Bolzen aufheben. District paralyzed by power failure. Total outage, Whitechapel, Stepney, Shadwell. Partial outage, Wapping, Bethnal Green, Spitalfields und Tower. Aha, Stromausfall. Aber warum? Was für ein Schlüssel, ey. Lucan, ich bin durch das Tor. Okay. Coole Sache, Mann. Einer. Wo ist er denn hin?